Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 mit Singleplayer auf der Hills U Farm. Ja, wie schon ja, die ganze Woche über nur mit Gras beschäftigt. Ne? Ja, auch zum Freitag hier nur erstmal Gras. Gewickelt im Ball. Ohne was drumherum. Ja, wir machen jetzt hier die zwei Vorgewände rein und zwei Bahnen, die wir hier drüben gemacht haben. Und dann haben wir ja unten noch den vierten Feldrandkurs, den wir erstellt hatten. Da haben wir ja schon berechnet. Da fährt ja unser Mähwerk schon. Und dann werden wir natürlich hier oben noch einen Feldrandkurs machen müssen. Oder wir machen erstmal zur Abwechslung eigentlich auf Feld 10 die Mission. Ne? Aber da müssen wir dann natürlich, wenn wir das machen wollen, müssen wir dann unser Heu abgeben. Ne? Da brauchen wir dann eigentlich wieder... Ja, haben wir uns echt zu weit rausgemäht hier, oder was? Soll ich jetzt einen Schwader holen? Nee, kann nicht ernst sein. Fahren wir nachher mal mit der anderen Ballenpresse lang. Die wird das wegkriegen. Das können wir eigentlich machen, dass wir dann hier so die Ecken ein bisschen noch versuchen einzusammeln. Fast alles weggedrückt jetzt hier. So, das erste Mal von neuen Grundstück voll. Wo ist denn der hingefahren, der Helfer? Ach, da kommt der. Ah, der ist ausladen gefahren, ja gut. Das Mähwerk, ja, das hat die zwei Vorgewände rein, jetzt einmal durch die Mitte, ne? Wir haben nachher natürlich das Problem haben, dass der dass die Ballenpresse dann blockiert wird, ja. Lass mich wenigstens erst noch fahren. Hier kriegt man auch nicht alles weg. Aber da müsste man dann mal gucken, ob man das vielleicht dann mit der mit unserer anderen Ballenpresse, weil die ja den breiten Einzug hat, ob die das wegnimmt. Mit dem Meckern doch schon. War echt nicht aufgepasst, aber viel zu weit rausgemäht. Meine, wenn sie auf einem fremden Feld liegen, einsammeln geht ja, weil das ist ja unser Ball. Ne? Den können wir ja überall hin tun. Müssen sie die Fläche nicht gehören. Oh, Höcker.
Mensch, warum lasse ich jetzt sowas liegen hier? Jetzt da liegen. Warum kann ich so schnell lenken hier? So, nochmal die Reihe hoch. Zur Arbeit beendet ist natürlich das Mähwerk, ne? Hier ist bestimmt abgebunkert worden, ja, weil das passt so weit. So, dann kriegt der schon mal den Kurs. Den vierten Feldrandkurs laden und aktivieren. Wir gucken das mal schnell noch hier vorne hin. Weil da war ja auch ein bisschen was liegen geblieben, dass wir das mal alles mit wegkriegen. Weil das ist definitiv unser Land. Ne? Der Glück ist hier noch nicht aufgegangen. So. Oh, wir haben wieder den Düngerstreuer, die Spritze eingestellt ohne CP-Übergabe, ne? Ach, Menno. Pressen wir ja schnell den Schwatt weg, weil dann können wir die Ballen beiseite tun und dann können die nicht blockieren. Ne? Ah, da müssen wir hinten, die müssen wir noch wegräumen. Die kommen runtergerollt, wie verrückt der wieder. Frosch im Hals hier. So, hier mein Freund, erster Wegpunkt.
Da hätte sie vielleicht wegsammeln sollen, wäre schneller gegangen, oder? Weit genug weggetan. Ja, lustige Ballfiguren basteln, also echt. Jetzt sagt mir, war doch noch einer, genau. So, Kollege, Feld 10, ne? Würde ich sagen, oder? Einfach nur hinfahren. Ui, da brauchen wir auch hier Spritzmittel. Der ist erst mein zweites Vorgewende. Malu, hast du was, haben wir was verdient? Ob das Zusatzgeschäft wird, dann weiß ich nicht. Nächster Weg kommen. Meine gut 100 und kam, glaube ich, eine Ladung, ne? Spritzmittel. Für die Mission kriegen wir so ziemlich genau ungefähr. Ja, 41.000 abzüglich die Spritzmittel kommt auf 27. Ja, trotzdem haben wir das verdient. Aber es gibt leider nichts Neues. Wir sollen den Vater ausfüllen. Geht auch. So, die sollten ja nicht im Weg liegen. Dann kann man nicht noch selber hinfahren hier. Da drauf müssen wir klicken, sonst wird es nichts. Es ist natürlich jetzt. Ja, nee, wir machen erstmal die Mission. Hier müssen wir am Feldrand einfahren, aber natürlich hier oben haben wir schön viel. Wie viele Reihen sind denn das überhaupt hier? Was ist denn das jetzt? 5,60 Meter? Ne, wir wollen eigentlich 9 Meter. Ja, das geht auch hier sehr gut drauf. Der halt, der ist jetzt oben an der Straße und das hier ist unter, genau, hier am Feld. Das geht auch wieder ganz gut. Auch nicht jetzt, wir machen erstmal hier unsere Mission, dass wir noch ein bisschen Geld reinkommen. Gut, die Lageballen, die kriegt man ja nicht gleich verkauft, oder wollen wir ja nicht gleich verkaufen. Hier gehört uns ja auch bis zur Straße, oder? Naja, so ungefähr. Weil es da unten lang, da lohnt sich auch nochmal, dann Post zu machen. Hier liegt noch einer, ne? So, wir machen ihn hier natürlich einen Kurs und wir machen, wie weit fahren wir raus? Also Schwack muss noch auf der Reihe liegen, also wenn wir 2 Meter rausfahren, das sollte doch eigentlich machbar sein, oder? Bei Vorgewende 9 Meter, Vorgewende scharf oder weich? Können wir auch scharf lassen. Überlappung 58%. So, und wir machen mal hier so auf 2 Meter nach außen, so 240, 220. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, der Schwatt liegt dann noch auf dem Feld. Da sollten wir eigentlich mit der Presse keine Probleme kriegen.
oder? Das geht. Das passt schon. So, hier erster Wegpunkt. Da hätten wir fast noch weiter rausgekommen, aber das lassen wir mal so, denn wir machen ja definitiv hier dann den Lagerbalm draus. Tja, den müssten wir immer hier drüben runter. Legen wir mal hier hin, dass wir dann sehen vielleicht. So, wie weit ist die Presse? Ach, die blockiert sich. Wir machen gleich mal hier das die Ecken weg. Wenn ich schon die Uhrzeit hier sehe, wie die Folge voranschreitet, zeittechnisch, denke ich mal, werden wir dann morgen erst hier anfangen können, die Lagerballen zu wickeln. Und dann können wir hier nochmal einsammeln mit dem großen Traktor und ja. So, achso, den können wir ja gleich hier einsetzen. Und die 306 kostet eine Ladung. Die letztes die 100 und das war nicht voll. Ne? Wo wir den geschickt hatten, hat er nicht komplett voll tanken müssen. Mit den Herbizid. Ne? So, nächster Wegpunkt. Da kannst du ja weitermachen. Den Silagepreis technisch müssen wir aber, glaube ich, warten bis im Winter wieder, ne? Oder wie ist denn jetzt noch der Preis für die Silage? Obwohl wir kriegen ja 316.000, das ist eigentlich zu wenig. Wo haben wir die Silage? Ach, im Tamento und den Ballen. Einen Ballen haben wir noch, ne? Ja, im Heu haben wir hier genug. In 394.000 haben wir in der Heutrocknung. Und für die Mission braucht man ja, Moment, das sehen wir ja gleich bei 10, müssen wir ja 270.000 abgeben. Das kriegt man eben mit unseren Heu hin, das sieht ganz gut aus. Das passt schon ganz gut. Oh, der fährt ja wieder hier bis Untergang der Oberlippe so ungefähr, ne? Zack, hier zweites Vorgewende. Das läuft. Wie lange wollen wir machen hier? 33 Minuten. Gut, da wird er dann definitiv. Ja, nee, nee, morgen in der Folge wird er noch nicht fertig. Wow. So, er kommt zurück. Eigentlich ihn hier. Aber wir können das auch nicht schneller. Gut, CP rangiert jetzt hier ein bisschen.
Aber ansonsten schneller pressen geht nicht. Gut, ich denke mal, ich werde ihn hier fertig pressen lassen, dass wir den dann morgen in der Folge unten mit der Wickelkombi ansetzen können. Ne? Aber heute werden wir da hier Schluss machen, dann machen wir morgen 16 Uhr hier weiter. Bis dahin und tschüss.